Fabian Luschenberger, ich gratuliere recht herzlich zu diesem Sieg heute. Ihr seid extrem fulminant im Match gestartet. Geht in der zweiten Minute das erste Goal. Wie sehr hat das geholfen heute? Ich glaube, das frühes Goal hilft immer. Vor allem, wenn man letzte Woche selber schuld war, dass man das Spiel verloren hat oder das Spiel selber eigentlich verloren hat, aus eigener Schuld, ist es wichtig, sehr gut zu starten. Das haben wir uns vorgenommen. Wir haben die ganze Woche sehr gut trainiert, haben uns optimal vorbereitet und glaube ich dann, bei 90 Minuten sehr verdient gewonnen. Sehr gut. Und sonst, hinten stimmt die Abstimmung. Vorne mit den neuen Offensivakteuren sehen wir oftmals Tiki-Taka. Es stimmt im Moment. Wie fest macht es Spass, Fußball zu spielen? Ja, definitiv. Es macht sehr, sehr viel Spass. Ich glaube, wir sind alle im Saft. Wir haben die europäischen Spiele. Das ist auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist wirklich ein Kader, der Woche für Woche an Top-Leistung kann anknüpfen kann. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, momentan haben wir eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben eine sehr homogene Mannschaft. Es fällt einer aus, kommt der nächste noch. Und das, glaube ich, ist eine grosse Stärke. Tipptopp. Und nach der Pause ist Lugano nicht so stark gekommen, wie erwartet. Es war eher ein bisschen defensiv gewesen. Wie stark hat es euch erwartet? Wie stark hat das Spiel nachher beeinflusst für euch? Ja, ich glaube, wir haben am Schluss gesehen, dass wenn sie Fußball können spielen, wir sich spielen lernen, dass sie sehr gut sind. Und sie haben uns nicht so unter Druck gesetzt, wie vielleicht erwartet. Ja, wir haben 3-0 können schießen, nach dem 3-0, glaube ich, ist der Match gelaufen gewesen. Das war sehr, sehr wichtig gewesen. Es hat sehr, sehr gut getan und es ist ein schönes Gefühl. 30.000 Leute im Stadion, wir können das Heimspiel gewinnen, was will man mehr? Und nächste Woche, der erste Gegner ist im Göpp, Stade Lausanne-Uschi. Ein Gegner, den man nicht so kennt und noch nie dagegen gespielt hat. Wie tut man sich darauf vorbereiten? Ja, ich glaube, dass sie in der Champions League spielen, kennen wir den Gegner. Wir haben in der Vorbereitung ein Freundschaftsspiel gegen sie gehabt. Und wir werden uns gut vorbereiten auf das Spiel. Wir werden parat sein am nächsten Samstag. Und haben nur ein Ziel, das ist die nächste Runde. Wir werden im Göpp weit kommen, wir haben unser Ziel europäisch verpasst. Jetzt haben wir noch zwei weitere Ziele, die Meisterschaft und der Göpp. Und das ist geht am nächsten Samstag in die nächste Runde. Und wir setzen alles dran. Beziehungsweise, wir müssen dort weiterkommen. Gibt keine Diskussion. Und jetzt nach dem Match, anders als sonst, etwas Spezielles, am Defu sein Abschiedsspiel. Ein Wölfli. Defu noch nicht. Nein, genau. Defu kann noch warten, ist gut. Am Wolf sein Abschiedsspiel. Was denkst du, wie wichtig, also was hat er für eine Bedeutung für einen Verein? Ein Jahr darf mit ihm zusammenspielen. Er ist über 20 Jahre im Verein und ich glaube, niemand mehr das hat so ein Spiel verdient wie er. Es hat leider ein lange gedauert. Durch Corona-Massnahmen und alles drum. Jetzt leider hat sich immer wieder nach hinten verschoben, aber ich glaube, er hat sich das auch verdient. Ich hoffe, dass viele Leute da bleiben. Ich hoffe, dass viele Leute das Spiel schauen und ihn dementsprechend auch verabschieden. Und ich glaube, es ist eine coole Sache, wenn man sieht, wer alles in der Aufstellung drin ist, was für Spieler da sind, was für ehemalige Weggefährten gekommen sind heute. Ich glaube, es ist eine gelungene Sache, schönes Wetter. Also, es ist alles angerichtet für einen schönen Abend, denke ich. Super, merci vielmals, Fabio Luschenberger. Genau, merci.